Hey Freunde, herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Aktienmensch. Ich bin heute nicht alleine. Wir sind nämlich per Videokonferenz verbunden miteinander. Die Kybra, die Fabi und die Cindy. Und wir haben natürlich unseren tollen Dolmetscher, den Jan, mit dabei. Und die Kybra wird euch erzählen, was wir heute überhaupt vorhaben. Herzlich willkommen zu unserem Schrottwichtel-Video. Wir schrottwichteln heute. Das bedeutet, wir schauen zu Hause, was bei uns rumliegt, was wir vielleicht auch gar nicht mehr so benutzen oder loswerden wollen sogar. Und verschicken es an unsere KollegInnen und verkaufen das natürlich als das tollste Geschenk, ja? Hallo, das sind super tolle Geschenke, die halt irgendwo in unserem Haushalt schon so rumlagen vielleicht und wir dann vielleicht dachten, wir schenken uns das jetzt gegenseitig. Es wird auf jeden Fall lustig. Wir treffen uns heute leider nicht persönlich, weil die Corona-Lage ein bisschen heikel ist und das funktioniert aber auch per Video super gut, bin ich fest von überzeugt. Und ja, ich würde vorschlagen, Kybra, ich habe dir was zugeschickt. Kam mein Geschenk an bei dir? Ja! Großartig. Ich habe schon tatsächlich länger kein Geschenk mehr ausgepackt und ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier ist mir schon so ein Schnipsel zugeflogen. Mhm. Ah! Jetzt weiß ich. Oh! Oh! Konfetti! Ah, da freut sich mein Staubsauger. Hier, bitte schön. Zack, boom. Guck mal, wie schön das verpackt ist, Mensch. Eine Merry Christmas Karte vom Leroy. Ist jetzt aber noch ein Paket. Ich reiß es einfach jetzt auf. Hä? Ist voll weich. Dein Ernst? Also Kybra, dieser Schwamm, ne, das ist nicht irgendein Schwamm, das ist ein magischer Schwamm. Der hat nämlich die perfekte Größe und die perfekte Form, um nichts Geringeres als deinen super Rollstuhl super blitzeblank zu putzen und zu polieren. Weil wenn du richtig gut reibst, dann glänzt er in Farben, die hast du vorher noch überhaupt nicht gesehen, meine Liebe. Also dieser Schwamm plus Wasser, du brauchst nicht mal Spülmittel, glaub es mir, wirklich, das ist ein magischer Schwamm. Dieser Schwamm plus Wasser und Abfahrt. Und die Leute, ne, die Jungs und Mädels da draußen, die werden das sehen, wie du dann mit deinem neuen, ne, quietschenden Gerät da durch die Gegend eierst und das blitzt und blinkt in alle Richtungen. Glaub es mir. Willst du mir eigentlich so durch die Blume sagen, dass mein Rollstuhl zu dreckig ist, oder? Können wir das Thema wechseln? Nein, Kybra, das ist nur ein Upgrade. Also das ist wirklich, du bist schon super unterwegs und mit diesem Schwamm bist du die Königin. Alles klar, vielen Dank. Ich werde dir ein Foto von meinem blitzeblanken Rollschuh schicken und wir machen weiter mit meinem Geschenk an Fabi. Fabi, dann pack doch mal aus. Ich habe ja ein Messer und dann mache ich mal auf. Was könnte denn da drin sein? Ich habe keine Ahnung, irgendein Küchengegenstand vielleicht. Vielleicht ein scharfes Messer könnte ich gerade gebrauchen. Boah, Kybra, hast du das gut verklebt, Mensch. So, ich reiß jetzt auf, wie man es nicht tut. Fabi hat schon Probleme beim Auspacken hier. Okay, ich habe einen Gegenstand Was ist das? Das ist... Ach, da... Oh, ist das eine Kerze? Ist das so ein... Soll das hier so ein Kerzendocht sein? Ja, ein ganz besonderes Teelicht. Okay, es fühlt sich an, als wäre da auch Geschenkpapier drüber. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber Zeitungspapier, oder? Das ist doch kein Schrott, das fühlt sich voll hübsch an. Gut, Papier kommt bei mir alles auf den Boden. Ist das eine Kerze? Das ist erstens ein elektrisches Teelicht. Und das Gefäß, was du da siehst, ist auch ein ganz besonderes Teelichtgefäß. Denn wenn du dieses Lichtlein anmachst, wirst du von einer sehr gemütlichen Energie umhüllt und kannst dich sowas von gut entspannen, dass du es eigentlich den ganzen Tag anhaben möchtest. Oh, Kybra, du weißt genau, was ich gerade gut gebrauchen kann. Als Selbstruf gebrochen. Dankeschön, das wird einen Ehrenplatz bekommen. Mal gucken, ob die magische Batterie hier reicht, die jetzt hier so imaginär drin ist, oder ob ich da wirklich mal eine reinmache, weil Licht kann ich noch erkennen. Das heißt, wir haben sogar die Chance,
dass ich da wirklich visuell auch was von habe. Also es ist wirklich das perfekte Geschenk für mich. Danke, 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 Kübra. Sehr, sehr gerne. Oh Gott, jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen, was ich hier verschenkt habe. Das ist nämlich wirklich ein Schrott und was ich nicht. Gut, dann machen wir doch mal weiter. Liebe Cindy, du bist an der Reihe. Ich habe dir ein Geschenk zukommen lassen. Ist es denn bei dir angekommen? Ja, ich habe das schon hier und bin schon ziemlich, ziemlich gespannt, was da drin ist. Hast du eine Idee? Es fühlt sich auf jeden Fall sehr zerbrechlich an, irgendwie. Es ist ein Grund teilweise. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn du es ausgepackt hast, du nicht genau weißt, was es ist. Also sag mal Bescheid, wenn du es in der Hand hältst. Oh, schön eingepackt. Ein schönes Geschenkpapier. Oha, was? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, es hat was. Es ist tatsächlich eine Essenslernhilfe. Also, dass du zum Beispiel Obst oder Gemüse vorne in dieses Netz reinmachen kannst. Und dann kann das Baby darauf rumkauen. Trotzdem möchte ich dir aber kurz erklären, was es dir vielleicht doch bringen kann. Nämlich, es ist ein sehr kalorienarmes Snacken, das du damit machen kannst. Heißt, wenn du irgendwie total Heißhunger auf was hast, wenn du abends eine Serie guckst oder so, kannst du das da reintun und drauf rumbeißen. Aber letztendlich hast du den Geschmack, aber ja, nimmst dadurch nicht kein einziges Gramm zu, weil du es nicht wirklich essen kannst. Eigentlich ziemlich coole Idee. Falls ich mal so weit sein sollte, was vielleicht noch ein bisschen dauert, kann ich das vielleicht mal einsetzen. Aber vielleicht benutze ich das ja auch für mich selber. Also wahrscheinlich eher weniger, aber... Vielleicht setzt du einen Trend damit. So Low Carb für Fortgeschrittene oder so. Ziemlich cool, danke dir. Sehr gerne. Jetzt habt ihr gerade das Geschenk von Fabi gesehen, was für mich war. Und jetzt schenke ich aber Leroy was und ich bin total gespannt, was er dazu sagt. Ja, Cindy, dein Paket hier ist auf jeden Fall schon angekommen und ich kann euch so viel sagen, es ist nicht besonders schwer. Spannung steigt. Oh, noch eine Verpackung. Es könnte ein Löffel sein. Immer noch nicht. Oh, und noch eine Verpackung. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also, die sieht ja jetzt schon richtig schön aus, Cindy. Noch eine Verpackung. Ich hatte Angst, dass es kaputt geht. Es wäre so oder so in den Müll gelandet. Von daher. Oh, es kann kaputt gehen und ich habe schon drauf rumgedrückt. Noch eine Verpackung. Oh, seht ihr das? Seht ihr, was das ist? Macht man das nicht an Silvester, so Bleigießen oder so? Cindy, jetzt musst du mir aber erklären, warum schenkst du mir sowas? Falls du mal altmodisch sein möchtest, zurück in die Zeit, Vergangenheit reisen möchtest und unbedingt Briefe, mit Wachs stempeln möchtest, dann hast du ja schon mal zumindest einen Löffel, wo du Wachs schmelzen kannst. Ach so. Oder falls dir mal ja im Haushalt mal ein Löffel fehlt, dann hast du wenigstens Ersatz. Ja, sehr schön. Also ich kann mich nur ausdrücklich bedanken, vor allem für die ganze Verpackung hier, für den kleinen Kollegen. Cindy, auf jeden Fall ein großes Dankeschön für dieses großartige Geschenk, wirklich. Also Freunde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt gerne mal eure Meinung hierzu in die Kommentare schreiben, ob ihr direkt wusstet, was das hier ist oder auch erstmal eine Zeit gebraucht habt. Aber das kommt auf jeden Fall in meinen Schrank mit meinen ganzen Sachen aus der Vergangenheit. Ja, Freunde, und das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Alle Geschenke sind verschenkt und wir verabschieden uns schon für dieses Jahr. Kübra, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Unser letztes Video, unser erstes übrigens zu viert. Aber für dieses Jahr war es das jetzt erstmal. Wir sehen uns im neuen Jahr in alter Frische wieder. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen...
Ich fand, die Zeit verging so schnell im Nu. Ich kann es nicht glauben, dass jetzt wir beide schon 2022 haben. Ich bin aber mega gespannt, was nächstes Jahr alles so ansteht und wünsche aber bis dahin euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünschen wir euch alle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.